Herzlich willkommen zu der neuen Super Mario Maker 2 Folge. Ja, heute bin ich mit Jumping Hardcore von Time 0 von 99. 0% Abschlussrate, es wird spaßig. Ich habe gerade eben schon so circa, ich glaube, 3 Stunden Uso gespielt und komplett bin, also war gerade komplett getriggert, habe gar nichts hin, also ich habe schon was hinbekommen, aber es waren übel schwierige Sachen, da habe ich noch verkackt. Wer ist es, irgendein Troll am Anfang? Okay, es ist kein Troll am Anfang. Hat man eine Zeitbeschränkung? Nein, hat man nicht. Okay, ich bin schon übelst getriggert, heißt, es ist gar keine gute Idee, jetzt dieses Level, was 0% Abschlussrate hat, zu machen. Aber Leute, ja, ich mache es einfach nur, damit ihr seht, wie ich leide. Ich fände es sogar, wenn du einfach rüberspringen könntest. Okay, das wird so ein... okay. Ich weiß schon, was es ist, ich weiß schon, was es ist, aber es ist so dünn, also das heißt, man kann gar nicht wirklich nach links und rechts springen, okay. Man hat ja vorhin schon gesehen, das Level ist, glaube ich, wirklich nur so und sonst kommt, glaube ich, nichts. Okay, es könnte interessant werden. Es sieht jetzt nicht ganz so schwierig aus. Ah, okay, das darf ich definitiv nicht machen. Es sieht jetzt nicht ganz so schwierig aus, ob es da 0% Abschlussrate, also von daher wird es wahrscheinlich sehr spaßig. Und ein Level, was Hardcore im Titel hat, das wird schon nicht schwierig werden. Okay, ich bin schon mal weitergekommen als davor. Okay, das darf ich nicht machen. Okay, ich komme schon mal weiter als sonst. Yo, holy shit. Jetzt kommen wir noch schneller hinzu. Och nee, wehe, die holen mich von hinten wieder ein. Wehe, ich schwör's dir. Das ist bestimmt eine Falle. Oh nee, ist es nicht. Yo, was kommt jetzt noch hinzu? Alter, chill. Okay, also Time hat irgendwie ein bisschen mehr als 2 Minuten für den Abschluss gebraucht. Weißt du, man kann durch einen Hammer sterben oder man kann einfach in den reinlautschen. Time hat ein bisschen mehr als 2 Minuten, glaube ich, gebraucht. Von daher... Wenn so 130 Sekunden oder so um sein sollten, sollte ich dann etwa am Ende des Levels sein. Problem ist, man kann ein bisschen höher springen und man kann so leicht, ganz leicht springen. Das ist jetzt so ganz leicht. Und trotzdem ist es ganz leicht manchmal zu hoch. Von daher weiß ich es nicht ganz genau, wie ich spielen soll. Also jetzt, wie gesagt, das ist die minimale Sprunghöhe, die man so haben kann. Okay, hier muss ich wieder reinkommen. Perfekt. Zumindest habe ich schon mal geschafft. So, der ist ganz böse, der Hammer-Typ. Okay. Also, in etwa 1 Minute habe ich schon mal geschafft. Oh, was kommt jetzt? Es gibt Checkpoints? Junge, wie sozial bist du denn? Okay, hier muss man vermutlich einfach nur lange überleben oder den da töten oder irgendwie sowas. Okay, oder einfach nur lange überleben. Okay, einfach nur lange überleben. Perfekt. Aber das Checkpoints eingebaut. Okay, das ist echt sozial. Weil, so wie ich mich kenne, hätte ich das safe nicht gemacht. Okay, man sieht dann etwa auch, welche runterfallen, welche nicht. Von daher, also ja, natürlich kennt man ja, die haben unterschiedliche Farben. Von daher muss ich die eigentlich nur ein bisschen abtimen. Und dann soll ich es eigentlich ganz gut schaffen, wenn ich mich nicht ganz so schlecht anstelle. Ich finde es gut, dass die Eisdinger, oder dass sie sich einfach gegenseitig die ganzen Dinger ausschalten. Man kriegt sogar einen Pilz. Dass die... dieser Soundeffekt. Dass die Eisdinger zum Beispiel die Kugelwillis töten. Praktisch die Eisdinger töten ja eigentlich alles, was runterfällt. Von daher kann ich mich einfach hier hinstellen. So neben so ein Eisding und dann habe ich eigentlich schon mal immer so einen safe Schutz gegen zumindest eine Sache. Okay, soweit habe ich es noch nie geschafft. Holy shit. Also gut, ich werde jetzt vermutlich eh sterben. Oder auch nicht, weil ich einfach krank gut bin. In dem Spiel auch nicht. Nein! Oh, willst du mich gerade verarschen? Nein. Wieso habe ich das aufgesammelt? Ich wollte es eigentlich gar nicht aufsammeln. Okay, also ich hätte zumindest den Raum eigentlich auch schon geschafft. Oh shit, so lange wie jetzt hätte ich auch noch nie den Pilz. Und ich habe gerade richtig den Pilz verloren. Oh lol, ich habe ein ziemliches Monty-Maulwurf-Problem. Diese Eisdinger, die töten ganz die Montys. Upsala. Ja, Montana Black ist halt nicht überall beliebt. Das war's hier aber wirklich komplett. Holy shit. Oh, ja. Ah, belastend. Ne, eigentlich sind meine Witze ziemlich belastend. Leute, ich habe immer noch den... den großen Pilz, wollte ich gerade sagen. Hatte immer noch den, okay. Jetzt sollte langsam mal der Ding... Wieso bin ich nicht, okay, er ist irgendwie nicht gleich gesprungen, hat ihm wieder so gedauert, bis er gesprungen ist, deshalb ich jetzt gestorben bin. Komisch. Aber ich sag mal so, es triggert weitaus weniger als, Ding, Uso. Kennt ihr das, wenn ihr auf was drauf landet, aber das Spiel sich so denkt, nee, bist du nicht, du bist nicht drauf gelandet, bist daneben gelandet. Und ihr dann einen Hit bekommt und dann deshalb sterbt. Ja, ich auch. Alles klar, ich war schon wieder auf der Kanonenkugel drauf, aber das Spiel dachte sich so, nee, du warst nicht drauf, du warst daneben. Ich war schon wieder drauf. Ich muss sagen, die Eiszapfen waren bisher eigentlich noch kein wirkliches Hindernis, die haben mir eigentlich die ganze Zeit nur geholfen. Also... Ja, die helfen mir so ein bisschen, die Gegner zu töten, aber die Montys, die nerven halt übelst. Ah, ich hatte immer noch einen großen Pilz gerade, schade. Jetzt habe ich ihn verloren. Oh shit, ich bin wieder relativ weit, aber jetzt bin ich tatsächlich mal durch den gestorben. Ich habe ihn schon wieder gefangen. Hä? Ich habe sogar Y diesmal losgelassen und es nicht gedrückt, sondern nur springen eigentlich, aber gut. Diesmal habe ich sogar ausgelöst, aber bin nicht reingekommen. Ich drücke zwar immer springen, springt einfach nicht. Okay. Alter, Toadette ist so dämlich.
Die kann manchmal einfach nicht springen, die ist einfach zu dumm dafür. Komm. Nein, schon wieder an derselben Stelle. So, kann ich jetzt bitte da rein? Danke. Krieg ich einen Checkpoint? Natürlich nicht. Okay. Ich wollte sagen, der ist einfach. Außerdem stellt sich so dämlich an wie ich. Dann ist das schwierig. Komm. Es wäre echt belastend, wenn ich das jetzt nochmal machen muss, alles. Wäre auch echt belastend, wenn man den gar nicht töten muss. Und ich den jetzt einfach umsonst töte. Ich glaube, ich habe ihn umsonst getötet. Du bist so einer, weißt du das? Du bist so einer. Wenn ich da gestorben wäre. Aber hier kommt der echte. Und... Hä? Das habe ich schon hab. Okay, irgendwie dachte ich, dass es jetzt länger dauert. Ich habe nicht mal 36 Minuten gebraucht. 35 Minuten insgesamt fürs ganze Level. Echt? Ich dachte, dass ich jetzt locker eine Stunde dran sitze. Okay, ja gut. Also es ging deutlich schneller als erwartet und tatsächlich... Okay, du kriegst nur ein Toll, weil dieses Gegner gespammt, das ist... da sage ich jetzt mal nicht so, das finde ich jetzt nicht ganz so gut. Du kriegst nur ein Toll, weil du Checkpoints reingemacht hast. Das Level war zu einfach für mich, deshalb Kinderspiel. Hat ja auch nur 20 Minuten gedauert. Okay. 20 Minuten? Ich habe 100 Minuten aufgenommen. Also, ich weiß gar nicht, was da nicht dazu zählt. So ein paar Sachen zählen schon mal nicht dazu. Gut, die ganzen Todesanimationen und so weiter. Okay, ich habe tatsächlich auch nur 60 Anläufe gebraucht. 70, ich kann nicht rechnen. Aber, okay. Na gut. Kinderspiel. Katze Mario Kapuze. Oh, cool. Na, sieht trotzdem bescheuert aus. Ah, ist zumindest lustig. Ah, was gibt's hier? Ich kann es auch als Katze rumlaufen. Okay, was ist das? Riesenkugelschwert. Das finde ich cool. Und das finde ich cool und das mag ich aber am meisten. Okay, dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, macht's gut, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Stream und ja, ciao, ciao.